Stand. Es gibt ja immer so einen Sektor bei Art Basel, die junge Künstler und Galeristen repräsentieren. Und da habe ich eben seine sehr kleinformatigen Bilder gesehen und habe mich sofort drin verliebt und habe den Vater sehr darum gebeten, doch vielleicht ein kleines Bild zu kaufen. Und seitdem habe ich eigentlich den Künstler verfolgt, war mit der Galerie im engen Kontakt und habe mich dann während des Studiums bei Sotheby's in London und New York dazu entschieden, meine Masterarbeit über ihn und seine Arbeit zu schreiben. Es ging quasi über den Künstler und darüber eine gemeinsame imaginäre Ausstellung zu machen. Und man musste das von allen drum und dran so planen, als ob man diese Ausstellung wirklich durchführen würde. Mit eben einem Katalog, den man theoretisch plant, einem langen Text, den man schreibt, Bilder, die man aussucht, wie tut man die zusammen, wie... Das war eben die Masterarbeit. Aber die Vorwegnahme dieser Ausstellung. Absolut, ja, absolut. Die, also, man sieht so eine Art Vision, die man vorher hat und plötzlich ist es Wirklichkeit. Ja, das und das ist eben das Tolle daran. Ja. Und der Künstler ist ja auch ganz, ganz, ganz begeistert auch von der Galerie, von der Stadt und was er gesehen hat. Absolut, großer Düsseldorf-Fan, ja, seine Frau. Also wirklich, ganz als nächstes gezeigt, nehmen Sie ihn mit auf die Art Cologne? Auf die Art Cologne und auf die Art Basel. Ah ja, wunderbar. Ja, das ist doch auch schon mal wunderbar für den Künstler, ne? Genau. Ja, gut, danke schön. Super, bitte schön. Egal. Selbst wenn du deine
Workshop so dahin hängen würdest. Kennt ihr auch gut von der Wand. Ja, ja, gut. Ich meine, dieses Licht und die Coolheit, das ist natürlich exorbitant. Exorbitant. Und das ist ja das Verführerische. Das ist, wenn du eine schöne Frau in der Müllküche anziehst, wirkt das noch, ja? Ja, ja. Und die braucht kein schönes Kleid. Und so ist das mit einem guten Bild. Hängt das mal auf diese Wand irgendwas, ja, dass du sofort denkst, so, wow! Dann ist da sofort ein Star-Charakter. Thank you.